So, dann wollen wir doch mal gucken, ob hier noch mehr Spinnennester sind. Oh, was haben wir hier? Ein eingestürzter Gang. Passt auf jeden Fall rein, aber hatte auch irgendeinen Sinn. Ja, dahinter scheint es weiterzugehen, jedenfalls laut Karte. Kann man dich irgendwie sprengen? Das hörte sich gerade so an, als wenn er Schaden bekommt. Also eigentlich hört es sich an, als wenn man mit dem Schwert gegenschlagen würde. Obwohl wir Feuermagie benutzen. Aber es verändert sich nichts. Also ist anzunehmen, dass man da auch nichts machen kann. Jedenfalls nicht mit den Zaubern, die wir jetzt haben. Jetzt haben wir nur Feuersbrunst, diese Eisdinger und jede Menge Giftangriffe, die wahrscheinlich nichts bringen werden gegen einen Haufen Geröll. Also schauen wir weiter. Und ich höre schon das Getrippel von der Spinne. Viel Getrippel von vielen Spinnen. Wow. Okay. Ja, das sind doch ein paar viele. Also wir werden wahrscheinlich nicht umherkommen, vergiftet zu werden. Aber er hat jetzt schon so viel Schaden gefuttert. Ha, wollen wir mal so eine Feuerbombe benutzen? Nur mal so zum Testen. Ja, komm. Das haben wir uns verdient, quasi. Ronny. Ups. 50 Schaden. Das ist ordentlich. Na komm. Gift und. Uffala. Ja, er kriegt echt viel zu viel auf den Deckel. Und die Brandbomben sollten wir uns aufbewahren, denn 50 Schaden sind doch beachtlich. Die sollten wir dann benutzen, wenn wir gegen irgendwelche richtig harten Gegner kämpfen. Also. Bossgegner, wenn es hier sowas gibt. So, was machen wir jetzt? Wir schlafen erstmal. Das Gift lassen wir dabei so, wie es ist. Das wird ja hoffentlich gegengeheilt. Und dann kämpfen wir weiter gegen die Spinnen, bis alle tot sind. Und erst dann verabreichen wir Gegengifttränke. Und wir sollten darauf achten, dass wirklich nur die beiden Krieger angegriffen werden. Also wir nicht irgendwie reingehen oder dergleichen. Damit wir auch nur zwei Gegengifte verbrauchen. So. Feuer, Gift. Nein, ich wollte es eigentlich hinter die Tür. Hoffentlich kommen da jetzt nicht unendlich viele, dann hätten wir echt ein Problem, weil ich jetzt die Tür offen gelassen. Wir werden auch so ein Problem haben. Wir werden definitiv ein Problem haben. Wie kommen wir hier weg? Ja. Gut. Klicknack. Oder wie auch immer du heißt. Ich wollte gerade noch ein Gegengift zurechtsuchen. So viel dazu. Also wir sollten die Spinnen nicht rauslassen, denn es kommen doch ein paar viele. So. Also auf ein neues. Wir haben gerade das eine Spinnennest getötet und das Ding haben wir auch schon versucht zu sprengen, aber es hat nicht geklappt. Die Spinnen, ja. Mann, 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 was können wir da machen? Nichts nehme ich an, das ist einfach nur schwer, weil wir schwer spielen. Ach, und ich sollte echt warten, bis die Tür ganz auf ist. Und ich habe die Tür schon wieder offen gelassen. Also wir sollten das Ding jetzt möglichst schnell töten. Dann die Tür zu machen. Und jetzt einen blauen Kristall suchen. Boah, die Spinnen sind wirklich übel. Aber wir müssen jetzt nicht wieder ganz nach oben, oder? Sag mal bitte, dass hier irgendwo ein blauer Kristall war. Gibt noch so viel zu erforschen hier. Vielleicht sollten wir das zuerst machen, bevor wir uns mit den ganzen Spinnen anlegen. So, hier wird die Teleporter-Turbine. Ja, es ist einfacher. Das war nicht geplant. Auch eine Art, schneller zum Eingang zu kommen. Hm? Einfach sich alle Knochen brechen. Ah, schön. Hier ist ja ein blauer Kristall. So.
Ja, diese beiden Fallgruben da werden wahrscheinlich erst zugehen, wenn wir auf der anderen Seite sind. Damit wir einen kürzeren Weg haben von dem Runtergang nach Ebene 4 und hier den Hochgang zur Ebene 2. Das hatten wir in der letzten Etage ja auch so. Dass wir Richtung Ende gekommen sind. Oh. Stimmt, wir müssen jetzt hier einen neuen Stein legen. Also als wir gegen Ende des Levels gekommen sind, dass sich eine Geheimtür aufgetan hat, wodurch wir schneller zurückgehen konnten. So. Rauf. Ich habe zu früh raufgelegt und jetzt wurde das Ding wegteleportiert. Was teleportieren wir denn jetzt mal weg? Haben wir noch Steine? Ja, zwei Steine. Die Steine werden langsam richtig zu Luxusgütern. Wir sollten das Zeug mal mitnehmen. Ach ja, danke für die ganzen Kommentare. Ich habe jetzt gelernt, ich kann mich mit der Maus umgucken. Und ich kann mit 1, 2, 3, 4 die Inventare direkt ansprechen. Jetzt will ich mal testen. Wir bereiten Zauber vor. Und können trotzdem noch zu dem Inventar springen, dank der Nummerntasten. Das ist schon mal sehr praktisch. Oh, er ist fast überladen. Überladung beeinflusst die Bewegungsgeschwindigkeit der Party. Falls einer oder mehr der Gefangenen überladen ist, gelber Statusbar, wie er jetzt ist, wird die Bewegung verlangsamt. Falls einer oder mehr der Gefangenen total überladen ist, roter Balken, kann sich die Party nicht bewegen. Gut, also sollten wir die Lasten ein bisschen aufteilen. Was aber recht komisch ist, weil wir haben ihm extra so viel Stärke gegeben und auch noch eine Fähigkeit, dass er noch mehr Stärke bekommt. Und trotzdem ist er jetzt schon überladen. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn wir später richtige Plattenpanzer anhaben. Naja, bis dahin haben wir hoffentlich noch ein paar Stärkepunkte gewonnen. Also, wir haben jetzt alles aufgesammelt. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Also, wir warten, bis das da frei wird. Legen den Stein rauf und gehen durch. Schön, schön. Wenn man das Ganze ein bisschen koordiniert macht und nicht so viel nebenbei sabbelt, dann geht das doch gleich viel besser. Also, ich will jetzt nicht zu den Spinnen. Da ist noch so ein Geröll-Dingens. Und noch mehr Spinneneier. Ich weiß echt nicht, was ich mit denen anfangen soll. Also klar, wir können sie kaputt machen, aber vielleicht gibt es hier irgendein Secret, wenn man die am Leben lässt. Ne, wahrscheinlich eher, wenn man alle kaputt macht. Zack, zack. Und, da war doch was drin. Gut zu wissen. Hätte ich denn vielleicht bei den anderen Eiern ein bisschen genauer hingucken sollen, ob da noch irgendwo was ist. Na gut. Schauen wir mal weiter. Achso, da ging es nicht weiter. Auch was auf der Karte so eingezeichnet ist. Da. Wo war denn der andere Schuttberg? Der war doch da? Gucken wir mal kurz. Ich höre schon wieder Spinnen trippeln. Ja, also ist echt nur das kleine Stück hier eingestürzt und wir haben nichts irgendwie verpasst, was da drin sein könnte. Außer da ist eine Abzweigung. So, dahinter ist die Spinnenhorde. Die tun wir uns erst ein bisschen später an. Vielleicht können wir ja noch ein Level oder so machen, bevor wir da rein müssen. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal genau um. Liegt da irgendwas zwischen den kaputten Eiern? Nö, also ich sehe nichts. So, dann haben wir da noch eine Tür. Schlüssel. Haben wir einen Schlüssel? Ja, wir haben einen Schlüssel. Oh, wir brauchen zwei Schlüssel. Wir haben aber nur einen. Na gut. Können wir noch irgendwo lang? Da ist irgendwas. Nur was ist die Frage? Achso, da kamen wir nicht rüber. Ja, wahrscheinlich können wir dann, wenn wir hier den zweiten Schlüssel gefunden haben, können wir da durch, da lang und dann geht es da irgendwie weiter Richtung diesen beiden Falltüren und der Ebene 4. Also hat es den Anschein, dass wir wirklich nur... Was ist mit den beiden Türen? Also eine führt zu den Spinnen, das weiß ich. Ich glaube die da. Was ist mit der anderen? Zack, zack, zack.
Okay, lassen wir mal lieber drauf. Ich weiß zwar nicht gerade, was der macht, aber sicher ist sicher. Und so sehr brauchen wir die Pfeile ja auch nicht. So, hier ist die doppelt verschlossene Tür. Hier höre ich ganz, ganz viel Spinnengetrippel. Das wird der Raum sein, wo wir vorhin gestorben sind. Und hier war kein Schlüsselloch. So, hier gab es nur das Opfer, was wir aber auch gebracht haben. Wir haben da Sachen raufgelegt. Kette gezogen. Nee, Knopf gedrückt. Wo war der Knopf? Da war der Knopf. Oh, wir haben schon wieder was bekommen. Was ist denn das? Schutz 1 und Resist gegen Kälte 5. Kriegt unser Dieb, damit er nicht so viel auf den Deckel bekommt. Und er ist hungrig. Das sollten wir gleich mal ändern. Dadurch verringern wir zum einen die Last und zum anderen könnte es auch irgendwelche Nebeneffekte haben. Ah genau, das kann ich auch mal kurz vorher lesen. Alle Aktionen, die du... Oh, das ist keine gute Nachricht. Alle Aktionen, die du ausführst, verbrauchen Essen. Also angreifen, zaubern, wahrscheinlich auch rumlaufen. Der Balken wird gelb, wenn du hungrig bist, aber es gibt dafür keine Nachteile. Aber wenn du verhungerst und der Bar, also der Balken rot wird, regenerierst du keine Lebenspunkte und keine Energie. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich sollte vielleicht mir ein bisschen mehr von den ganzen Sachen durchlesen. Also die Tooltips sind echt praktisch. Auch wenn sie für euch leider auf Deutsch, auf Englisch sind. Was haben wir noch? Also Essen haben wir schon mal vorgelesen. Überladung auch. Experience hatte ich am Anfang erklärt. Das sind die Fähigkeiten, die er hat. Evasion ist Ausweichen. Ausweichen wird beeinflusst von Geschicklichkeit, Schild und anderer Ausrüstung. Und Schutz wird nur von Rüstung und anderen defensiven Ausrüstungen beeinflusst. Ja, nee, sonst wüsste ich jetzt nicht, wo ich noch einen Tooltip mal angucken könnte. Aber die beiden waren schon mal hilfreich. Weil ich hatte irgendwie Panik gehabt, dass sobald es gelb wird, man sofort irgendwelche Stats verliert, also temporär verliert. So, schmeißen wir nochmal was runter. Da war der Knopf. Nee, werfen wir irgendwas anderes runter. Eine Machete, ein Schuriken und ein Helm. Nö, kriegen wir alles wieder. Okay, die ganzen alten Waffen können wir hier lassen. Die werden wir eh nicht mehr gebrauchen können. Genauso wie die Hose, oder? Ne, die haben ihre Seidenhose. Die brauchen keine Bauernhose. Die hat die gleichen Stats, sieht aber schlechter aus wahrscheinlich. So, Lederhose und leichte Rüstung. Nö, kann alles hier bleiben. So, also die Tür geht ja wahrscheinlich echt nur von innen auf. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit den Spinnen anlegen. Ja, okay. Plan ist, Tür aufmachen, eine Spinne töten, Tür zumachen. Schlafen, abspeichern und in der nächsten Folge weitermachen. Das war der falsche Zauber. Der stirbt so schnell, das ist echt übel. Nee, du nicht mehr. Dabei haben wir ihm sogar schon diese 25 Lebenspunkte, das Leben, 25 Lebenspunkte-Buch gegeben. Und trotzdem kippt er alle Nase lang um. Das ist echt übel. Komm. Ja, wir werden das Rätsel gleich nochmal machen müssen. Wahrscheinlich kippt der Dieb erst weniger um, wenn wir seinen Rüstungsskill richtig hoch haben und der ganze leichte Rüstung er sich anziehen kann. So. Mann, Mann, Mann. Wie viel hat er denn? Er hat 8. Und erst ab 17 kann er die andere Rüstung tragen. Na gut, kann man nichts machen. Wenn wir die ganzen Spinnen umgebracht haben, hat er hoffentlich schon mal ein Level up. Weil so wie ich das sehen könnte, waren da 4 oder 5 Spinnen drin. Und mehrere von den Spinnen eiern. Also vielleicht spawnen da auch mehr. So, den Stein brauchen wir. Das lief doch schon mal flüssiger als letztes Mal.
So, und wir gehen hier rum, la rum, Löffelstiel. Da, la. Oh, oder auch nicht. Ja, ich sollte das echt mal hier einzeichnen. Ein Sturz. Sonst laufe ich da irgendwie mal durch oder versuch's zumindest. So, klapper, klapper, klapper. So, hier speichern wir jetzt mal ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. LP 014. Bis gleich.